Mach's einfach. Was ist denn los? Du bist am Start. Was hältst du davon mit der Scheiße? Oh, FMA ist eine rassistische Scheiße. So, ja, neues Video am Start. Wie heißt du? Lukas. Daphne. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Charaktere rausgesucht für euch. Ihr müsst jetzt bewerten, so von 1 bis 10, wen ihr am coolsten findet und so weiter. Das sind Tattoos, also heißt, wer hat das coolste Tattoo von denen? Also, jetzt haben wir hier erstmal Sasuke, natürlich, man kennt ihn. Sukuna, Eskanos, Teddy Sins, Nami's Tattoo, Lagoon Ravi, Scar, das sieht krass aus, sag ich ehrlich. Und Gilgamesh. Wer von denen hat das beste, besser aussehen zu tun? Fang mal hier oben an, was würdest du sagen von 1 bis 10, also ihr beide? Boah, Sasuke ist schon heftig, ich muss sagen, der ist so am besten, weil irgendwie ist einfach ikonisch so. Mhm. Also ich würde zwar schon sagen, so 9 von 10. 9 von 10 dazu? Okay. Mhm. Ich glaube 8 von 10. Ach, warum? Ich weiß nicht, ich find das bei ihm irgendwie cooler. Ja, Sukuna ist auch allgemein ein krasser Charakter, sag ich dir ehrlich. Okay, 1 bis 10 bei Sukuna? Sukuna, sagen wir mal so 6 von 10. Oh, wieso gönnst du ihm nicht? Ja, es sieht mir so langweilig aus. Es hat so nicht das Krasse wie bei Sasuke, weißt du? Du musst jetzt mal sagen, was richtig ist. Ich würde 9 von 10 so, sagen. So, hör mal zu, 9 von 10. Warum? Ich weiß nicht, das sieht einfach, ich finde, das sieht einfach krass aus. Ja, Mann, nice. Fake, hier, das ist nix eigentlich, ne? Ja, ist kaum was. So, ne? Wahrscheinlich so nix, ne? Ja, so 5 von 10. Ja, ich... So lala. Würde ich auch sagen. Passt zum Charakter, aber so an sich... Ja, habt ihr Daddy Sins geschaut? Ah, nur die ersten zwei Staffeln, also wo die Animationen gut waren. Das waren doch die besten, das waren die besten, ja, safe, safe, okay. Nami, 1 Ja, du? Ist ja langweilig, das kennt man noch von Real Life, so diese... Ist normal einfach. Ja, 4 von, sind normal. So. Hm? Ja, finde ich auch nicht wirklich so krass. Mhm. Nix, ne? Nee, ist nicht. Okay. Nami muss auch besser Tattoo, ja. Jetzt gehen wir rüber bei Revi. Ja, Blue Lagoon, so ähnlich, ne? Das ist Blue Lagoon, wie heißt es nochmal? Black Lagoon. Black Lagoon, ja. Ja, auch so 6 von 10. Okay. Ich würde auch sagen 6 von 10, weil es hat irgendwie etwas, aber irgendwie auch nicht. Ich finde das richtig so. So ein bisschen so Junkie-Tattoo. So ein bisschen Junkie so. Okay, rüber hier. Das sieht krass aus. Ja, ist schon heftig. 10 von 10. Ja, ja. Sag mal. Habe ich nicht geguckt, aber sieht schon krass aus. Ich glaube, ich würde 8 von 10 sagen. Du musst mit ihr Fullmetal Alchemist gucken. Wie bitte? Fullmetal Alchemist musst du schauen mit ihr. Ja, ich habe das erste geguckt, aber die Brotherhood habe ich nicht gesehen. Rein in Brotherhood, Bro, das Beste. Ja, ich weiß, es riecht gut sein. 100%, perfekt. Und natürlich der König Gilgamesh. Ja, Gilgamesh, 9 von 10. 9 von 10, Bruder, eigentlich 10 von 10. Ich würde auch sagen 9 von 10, sieht schon cool aus. Sieht nice aus, perfekt. Danke, das war's schon. Nein, warte. Wir haben einen besten Charakter vergessen, oh mein Gott. Law aus One Piece. Scheiße, ich hab One Piece nie geguckt. Wieso mach ich Video? 1000 Folgen. Du kannst sie skippen, Bro. Ja, das stimmt, das ist so anstrengend. Muss ich gucken, was ist viele Folge. Hast du One Piece geschaut? Nein, hab ich auch nicht. Zu viele Folgen. Ey, ihr tötet mich. Aber ihr guckt Naruto, ne? Ja, hab ich gesehen, das war mein erster Anime. Aber ich, ja, mit 12 geguckt oder so. Gut, gut. Der freut sich, weil der ist Naruto-Fan, ja. Naruto war geil. Okay, ja, okay. 7 von 10. 7 von 10 sagst du? 7 von 10. Und dir? 8 von 10. 8 von 10, okay, perfekt. Gut, das war's, danke. Sehr cool, danke. Wie heißt der auf YouTube? Ja, wir zeigen. So, ja, neuen Kandidaten. Wie ist der Name? Lisa. Lisa. Was für Anime schaust du generell, Lisa? Meine Lieblingsanime sind Tokyo Ghoul, Elfenlied und Chihiros Reise ins Zauberland. Chihiro, da müssen wir ein Fass aufmachen. Erinnerst du dich noch an diese komischen Schweine? Ja, klar. Die waren richtig komisch. Oder dieses Omenwesen da? Ohne Gesicht, ja. Sag mir ehrlich, fandest du ihn süß? Ich fand ihn früher als Kind sehr gruselig. Unnormal gruselig. Als Kind geguckt, früher mit meinem Bruder. Ja. Da war der schon gruselig. Jetzt geht das eigentlich einigermaßen, aber süß. Oh, diese Oma mit dieser großen Nase. Ja. Die war richtig komisch, ne? Ja, die war früher als Kind wirklich komisch. Mhm. Okay, perfekt. Ich habe jetzt ein paar Charaktere mitgenommen. Die haben verschiedene Tattoos und du musst jetzt bewerten von 1 bis 10, oh, was du am coolsten findest und so, weißt du? Mhm. Wir fangen erst an mit Sasuke. Was sagst du 1 bis 10? 8. 8 sieht nice aus, ne? Ja, Face-Tattoos sind jetzt nicht so, aber nicht so, das sieht, ne, schon cool aus. So, jetzt haben wir Sukuna. 10! Sukuna ist ein geiler Charakter, sei ehrlich. Ja, 10 von 10, ich liebe ihn. Guckst du mal Juice Kaisen? Ja. Perfekt. Perfekt. Die neue Season wird krass. Jetzt Eskanor. Nichts, aber sein Rücken ist krass. Sein Rücken ist schon krass, aber ich soll die Tattoos nur bewerten, gell? 7 von 10 vielleicht. Sieht eben cool aus, er ist eben Löwe, so, ne? Nami? Ich bin halt nicht so der One Piece Fan, ne, aber. Also, ich muss die Frage jetzt nochmal stellen. Hast du Naruto geguckt oder One Piece? Ich habe Naruto geguckt, ja, One Piece nicht. Nein, da bin ich jetzt nicht so der Fan. Ich mag halt so eher
Tokyo Ghoul-mäßig. Future Diary und so. Bei mir, Niki ist nice. Niki ist nice. Ich habe Yuno gecosplayt, muss ich sagen. Ja? Also, ich bin schon kann ich mir sogar vorstellen, locker mit Messer und so. Ne? Ja. Ich bin so eher diese psychische Horror-mäßig. Ich will so Druck machen, ich weiß doch, du weißt doch. Okay. Aber das Tattoo ist schon, das sieht eigentlich ganz süß aus. Ich würde sagen 7 von 10. 7 von 10, okay. Revi aus Black Lagoon? Das ist 8 von 10. Sieht nice aus, ne? Mhm. Steht hier der auch. Der sieht krass aus. Boah, ja, da würde ich auch sagen 10 von 10. 10 von 10, ja, Mann. Mein Name ist der? Fullmetal Alchemist, kann ich dir empfehlen. Fullmetal Alchemist Brotherhood Peak. Ja, das sieht 10 krass 10, aus. Ne? Mhm. Gilgamesh, der oh, da würde ich auch 10 von 10. 10 von 10. Hast du Fate geschaut? Nein, habe ich nicht, aber der sieht krank aus. Der sieht unnormal krank aus. Ist das Main-Protagonist, oder? Also, du musst so vorstellen, dieses Anime hat so mehrere Seasons. Und es gibt eine Season, die heißt Fate Stay Babylonia und da ist er der Main. Also der ist ab und zu der Main, ab und zu Nebencharakter. Ah. Aber mein Herz ist immer der Main. Ja, er sieht schon sick aus. Also er sieht auf jeden Fall schon Main Charakter. Ja, safe. Und jetzt los, One Piece. Boah, das ist ein Herz, gell? Oh, 9 süß. Von 10. 9 von 10? 9 von 10. Perfekt. Okay, ja. Perfekt, das war's schon, danke. Nichts zu danken. So, jetzt haben wir natürlich den besten Charakter im ganzen Anime, Bruder Ash Ketchum. Oh mein Gott, das ist sogar 3 Meter Ash, Bruder. Wie geht's dir? Mir geht's super. Was machst du heute hier, Ash, Bruder? Ich bin hier mit Blanky ganz unterwegs. Ich will, I wanna be the very best. Aber wir sind auch cool mit dir. Guck mal, jetzt kommt ganze Armee sogar durch hier. Oh mein Gott, Akatsuki, Bruder. Wie geht's dir, Akatsuki? Super. Ja? Ja, die Jungs, die sind aber ganz ein kleiner. Ja, ja. Krass, ne? Krass. Ja, ja, for real, for real. Auf jeden Fall, Mann. Guck mal, der ist schon woanders, Mann. Ja, Mann. Ja. Was besser, Naruto? Ich hab's erkannt, das. Ja? Wer bist du denn überhaupt? Itachi. Ach, du willst Itachi sein? Ich brauch nur längere Haare und schwarze Haare. Schwarze Haare brauchst du auch, Sharingan brauchst du auch. Ja, das kommt noch. Ich muss ihn umbringen, dann hab ich. Ja, töt ihn noch, Bruder. Mach mal auch ein Camp. Auf jeden Fall, Ash Ketchum, wir brauchen dich, Mann. Auf jeden Fall, Jungs. Was geht Karneval ab? Karneval ist mega hier in Düsseldorf. Ja. Also wirklich, wir sind hier gut am Feier. Ich bin hier seit 4-5 Stunden oder so. Ja. Also es ist wirklich mega. Und wie viel Scheiß hast du schon geklärt? Oh, Digga. Was ist privat? Was geht Karneval ab, Bruder? Was geht Karneval ab? Ja, ganz viel. Düsseldorf ist immer geil. Ja. Die letzten 4 Tage gefühlt. Mhm. So muss der. Was sagst du, Bruder, ist der beste Tag an Karneval? Also Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, was ist der beste Tag? Wahrscheinlich Sonntag und Montag. Wirklich. Also Sonntag und Sonntag und Montag. Ganze Wochenende. Vielleicht Donnerstag, also Donnerstag halt Weiber ein bisschen, sind halt underrated viele Leute hier Sonntag, Montag. Das sind nur Milfs, ne? Ja. Okay, Jungs, ja, warte kurz. Ich hab paar. Schaut ihr auch viel Anime oder? Ich schau relativ viel, eher so weniger. Er aber... will alles wissen, ich nichts. Okay, easy. Okay, ja, ich hab ein paar Charaktere mitgebracht auf jeden Fall für euch. Ihr müsst jetzt ganz kurz bewerten. Von 1 bis 10 Tattoos, okay? Ich fange jetzt mal mit Sasuke an, Mann. Von 1 bis 10, was für ein Tattoo hat der, Bruder? Ja, das ist also kein, das Fluchmal von Orochimaru. Ja, wie findest du das, Bruder? Also das Ding ist, also über das komplette Gesicht, ich weiß ja nicht. Ja. Also das Ding ist, nur das Fluchmal wäre auf jeden Fall eine 9 von 10 bis sogar vielleicht sogar 10 von 10. Mhm. Aber das komplette Gesicht weiß meins ich nicht, ist ein bisschen cringe, ne? Über das komplette Gesicht ist ein bisschen cringe, das ist richtig. Ja. Was sagst du? Weil er sagt, cringe, ja, 4 von 10. Ja, okay. Okay, wir gehen weiter direkt. Sukuna, Bruder, aus Südkreis. Also ich weiß ja nicht, ob ihr Manga... Ich will keine Manga-Spoiler... Was, bist du aktuell? Ich will keine Manga-Spoiler droppen, aber wer... Sebo, was sagst du, 1 zu 10? Ist schon geil. Das bin ich. Nein. Stefan, du würdest so mit Chaos klären, so ist. Wenn ich so aussehe wie Itadori, easy. Ganz entspannt. Aber er ist nicht Manga aktuell. Ich merke das. Er ist nicht Manga aktuell. Wir machen direkt weiter, Jungs. Escanor, Bruder, der Jigo. Oh, Digga, Escanor. Escanor ist krass. Ja? Escanor ist krass, Digga. Was sagst du? Das ist schon geil. Ich hab Fortnite auf die Apocalypse habe ich nicht geguckt. Okay. Seven Deadly Sins habe ich geguckt. Man muss nur die ersten 2 Seasons gucken. Ja, boah, Bruder, danach. Danach ist du. 1 bis 10, Bruder, was sagst du zu dem? Boah, der Escanor ist wirklich 10 von 10 Charakter. Ne, und Tattoo, Bruder? Ja, du bist auch schon 9 von 10, 10 von 10, wirklich. Das ist Löwe. Ja, aber es ist. Für Herz. Ja, aber wirklich, wenn man Escanor im Herz trägt, ist es 10 von 10. Du auch? Fucking Löwe. Löwe, Bruder. Ja, muss. Okay, Bruder. So, und jetzt natürlich eine Chaya, Bruder, ein Nami. Okay, warte. Ich halte mich raus. Freunde, guck zu, ne? Ich halte mich raus. Okay, was sagst du, 1 bis 10? Ja, ist halt schlicht, kann man machen, aber muss nicht. Würdest du sagen, eine Dame braucht so ein Tattoo nicht? Ja, nicht wirklich. Nur Herz, ne? Nur Herz. Oder Charakter zählt?
Wenn es sein muss. Wenn es sein muss, okay. Wenn man Sorry hinterm Tattoo kennt, ist also wirklich. Jetzt Levi aus Black Lagoon. Das ist ein bisschen Junkie-Tattoo, aber ihr wisst selber, ne? Ich bin ehrlich, Black Lagoon habe ich leider nicht geguckt. Egal, Bruder, was sagst du? Also sie ist nice, Tattoo gehört dazu. So, ne? Also extra, ne? Tattoo gehört dazu. Also von daher 8 von 10. Ja, 7 von 10. Ist nicht so geil, ne? Na, muss nicht. Okay. Jetzt natürlich ein Jigo. Oh, guck mal, wie der aussieht, Mann. Das ist ein Alpha Male, Bruder. Digga, er ist 10 von 10. 10 von 10, ne? Sowieso. Ich würde mir von ihm geben lassen. Er ist 10 von 10. Würde ich auch geben lassen von ihm? Sowieso. Ja, du auch? So ein Full Metal Alchemist Brotherhood, Alter. Wirklich einer der besten Anime, ne? Wirklich, auf jeden Fall. Habt ihr Ash Ketchum gehört? Besser. So. Gilgamesh aus Fate, Bruder. Bruder, Fate Series ist einer der verwirrendsten Anime. Komisch, ganz her. Komisch, Bro. Also wirklich, von daher, das Raiders ist auf ein bisschen down, aber Gilgamesh ist wirklich einer der geilsten. Gilgamesh ist der beste, Bro. Die es wirklich gibt. Wirklich. 1 bis 10, dein Tattoo, Bruder, meinst du sexy? Machst du es auch mal? Auf jeden Fall, 9 von 10. 9 von 10, so. 9 von 10. 9 von 10. 9 von 10. So, letzter Charakter, Law, Junge. Boah, Digga, Trafalgar Law, wirklich einer der besten. One Piece oder Naruto, Bruder? One Piece ist wirklich. Was? Digga, auf jeden Fall One Piece. Habt ihr ehrlich Ketchum gehört, Mann? One Piece ist besser als Naruto, endlich, ne? So, Digga. One Piece ist auf jeden Fall besser als One. Jeder, der sagt, dass One Piece zu lang ist, dass One Piece trash ist oder so, der hat keine Ahnung. Ab heute bin ich Pokémon-Fan, Junge. Pokémon Diamant. Also, One Piece ist wirklich Peak Fiction. Okay. Der gerade nicht in Wano-Anime ist oder ein Egg. Manga, Erzähl noch mehr Spoiler, Bruder. Perfekt. Du hast ja keine Ahnung, was in Egg abgeht. Na, ich bin Manga aktuell, Bruder. Ja, natürlich. Ich hab mich das. Okay, erzähl. 1 bis 10. Ist schon geil. Machen wir 9 von 10. Das ist schon fancy. Perfekt. Das war's auch, Jungs. Danke, Bruder. Oder wir machen so Ash, Bruder. Ehrenmann, Digga. Ehrenmann, Bro. Ja, mit dem ich hier sind. Sensei Ultimate Michelle, Glocke like, Abo kommen zu Afrika, braucht Geld, Kingdom mehrfach aktuell. Er arbeitet wie ne Bitch, jeden Tag live auf Twitch, nach dem Papa Bango Star. Ist euch unnormal dankbar, also kommt, schaltet ein und ihr werdet Ultimate. Kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.